eine Spritze. So. Da ist der Protest programmiert. Zeigen Sie mal den Patienten. Das tut jetzt noch mal kurz weh. Au, 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 au. Ja, deswegen, ja. Der ist aber schön groß inzwischen, ne? Ja, deswegen könnte ich jetzt noch nicht länger warten. So. Ja. Eigentlich sollte Antares schon vor 2 Wochen geimpft werden. Die machen viel aus in der Tiger-Baby-Kräftebilanz. So, wir setzen den wieder zurück. Lenk auch wieder. So, jetzt das war das letzte Mal, dass wir ihn anfassen können, ne? Naja, deswegen. Das war jetzt so der letzte Pfiff. Hey, viel länger hätten wir ja nicht warten dürfen. Dann hätten wir den wirklich nicht mehr vernichtet gekriegt. Und der ist ja auch schon sehr kräftig für den Alter. Der ist ja okay. Der hat richtig warte Flasche. Kommt nach seinem Vater. Nicht ganz, der ist besser als der Vater. Noch besser? Ja. Von der Anlage einsteigen und so, das hat er sofort begriffen. Mhm. Mein Vater, da muss man dann nichts sein. Da muss man noch zum Teil hinterher tragen. Gut, alles klar. So, richtig zum Kuscheln ist der Kleine jetzt nicht mehr. Das weiß niemand besser als Detlef Jani im Tierpark Berlin. So mit 12 Wochen ist es schon mal recht kritisch bei der zweiten Spritze. Und der ist schon eigentlich über 12 Wochen, der ist schon fast 14 Wochen. Weil es hat sich einfach terminlich meistens nicht so richtig ergeben, dass wir dann auch Zeit hatten, das zu machen. Und da sind die natürlich auch sehr kräftig und so. Und dann wissen sie auch sehr gut zu wehren und da muss man schon höllisch aufpassen. Deswegen haben wir uns auch Handschuhe angezogen, weil ihr kratzt oder kurz mal schnappt, ist sehr schnell. Und bevor ihr noch Blut fließt, dann macht er lieber so. An ihn gehen wir jetzt nicht mehr ran, weil er ist auch ja nicht mehr zu bändigen jetzt. Und dadurch, dass er jetzt auf der Anlage ist, wird er natürlich auch schneller wachsen jetzt, auch kräftiger werden vor allem. Und dazu müssen wir jetzt zusehen, dass er auch seine Ruhe dann hat. Und ist jetzt einfach nur mit 12 Wochen, ist das eigentlich irgendwann vorbei, ne? Da wollen wir nämlich nicht mehr. Da wollen wir nämlich nicht mehr. Und den Pixar hast du ja nicht gemerkt, den drücken wir ja viel schlimmer. Den eigentlichen Pixar hast du doch gar nicht mehr gemerkt. Du, Antares, hast du schon wieder alles vergessen, ne? Dicker Mops, du. War doch ja nicht so schlimm. Warum bist du eigentlich immer so dreckig, sag mal? Du panierst dich jedes Mal und denkst, das sind Schädelspäne. So zeigt man sich nicht den Besuchern. Der Schreck viel größer gewesen als alles andere. Aber der Unmut war verständlich. Wo ist denn? Geht da einfach weg mit der Kamera. Oder? Kommst gar nicht richtig ran. Da hält ihm also die Foto auf, die Linse auf so. Auf. Das wär's doch, ne? Das wär's doch. Ein kleiner sei du. Kleiner Spinner, du. War gar nicht so schlimm, ne? Guck mal, du bist schon wieder ganz ruhig hier. Du willst jetzt beißen. Du willst jetzt spielen, ne? Du hast einen Schalk im Nacken. Aber ich nicht. Wie schade. Na gut. Raimon Opitz war beim Bäcker. Die Gigi. Gigi mag Quarkstollen, kennt die schon 40 Jahre von mir. Die haben immer so bei mir früher und heute auch noch natürlich, weil sie das mögen, Quarkstollen bekommen. Nun ist das so, eine Quarkstulle für Gigi heutzutage, die ist ja auch schon sehr alt, ne? Die hat ja kaum Zähne im Mund. Da muss sie ja schön kauen jetzt. So. Gut. Na, sag mal, kommst du nicht aus dem Pott oder was? Kamillentee gibt's heute. Die mögen den Tee. Bloß manchmal ist das bei mir so, wenn ich den Tee gebe, dann spucken wir ihn aus. Aber wahrscheinlich beim Christian ist das nicht so. Da wissen sie, sie kriegen immer Tee. Aber wenn Opitz kommt, denken sie, was bringst du denn da an? Ja, bei ihm erwarten sie andere Leckerbissen. So, nimm Sack mit, Gigi. Für über 50 ist Gigi noch ausgesprochen fit. Nimm den Sack mit. Komm. Komm. Komm, meine Kleine, komm. Komm, mein Schatz. Ja. Ja. Hä? Das hast du ja jetzt schon wieder fallen lassen. Hä? Erstmal einen Tag. So. Jetzt nehmen wir uns erstmal die
wunderbare Kamillentee mit Milch. Koste mal. Schmeckt's? Naja. Ein gutes Getränk für ältere Affendamen. Wisst ihr, er sagt es nämlich für mich. Na? Klasse, klasse. Jetzt die Schnittchen. Ja, jetzt setzen wir uns hier hin. Was ist los? Hunger? Ja? Ja, Hunger? Du bist so geduldig, ne? So. Was ist da beim Bäcker? Und? Habt ihr eine gekauft? Oh, schmeckt das? Schmeckt das? Ja, schmeckt das? Gigi, hier ohne Berührungsängste, bring mal was Schönes, ne? Kann aber auch anders. Ich hab's immer genannt, die eiserne Jungfrau. Immer wenn die Gorillamänner wollten, dann hat sie sich auf den Fußboden gesetzt, mit dem Hintern so richtig, ne? Und hat furchtbar geschrien. Und die Gorillamänner sind dann also immer abgehauen. Die haben ja da die Alte, die will auch hier und so, ne? Also die will nicht und deswegen hat sie eigentlich kein Jungtier bekommen, was schade ist. Ich glaube, sie hätte es aufgezogen, aber sie wollte vom Sex nicht wissen. Zähne hat sie noch, aber naja. Und jetzt? Ey, Donnerwetter, Donnerwetter. Sie sieht zufrieden aus im Zoo Berlin, naja, bei dem Lob. Katzenbären Isabelle, vor kurzem Mutter von Jaudi geworden, streift ruhelos durchs Geäst. Auch Familienvater Quincy wartet schon auf die Fütterung. Na, Mäuschen? Da lang, da lang. Hallo. Hallo. Da. Halt, da muss ich noch ein Stückchen näher rücken. Aber jetzt hau mir nichts ins Gesicht. Mit deinen Krallen. Uiuiui. Mann! Aua! Hilfe! Was hast du dir den Finger beißen? Oh, da hat aber jemand Hunger. Ja, das Kind wird schon sein Teil auch essen. Das ist das eine. Ah! Weil im Moment fressen die wie 10 Köpfe Raupen. Und das ist natürlich bei Banane, das ist ja nur so ein Leckerli, was wir immer dazugeben. Was wir auch aus der Hand nehmen, weil das ist die einzige Möglichkeit, sie mal richtig an uns ranzukriegen. Aber man muss halt aufpassen, war mit den Stummelzähnchen. Du bist? Echt, wer? Quincy, der war so gierig. Der war aber auch gierig, der kam ja gleich angerannt. Aber es ist kein Loch geworden. Die Familie ist sonst eher scheu, besonders Katzenbär Junior. Wir gucken jeden Tag rein in die Kiste und ist auch alles soweit gut. Jetzt ist er auch mehr oder weniger EU-Bürger. Er ist jetzt also zweimal geimpft, er ist gechippt. Und mehr können wir jetzt eigentlich nicht machen. Und eigentlich ist er fertig. Also er ist jetzt, er müsste fressen können. Kleine Zähne hat er, wie wir gesehen haben. Er kann sich auch schon wehren, er kann klettern. Und ja, er ist nur ein bisschen ängstlich, ne? So. Wollen wir mal noch einen Blick in die Kiste werfen? Hallo, Jordi. Hi. Hallo. Na, du großer Du? Noch ganz schüchtern. Mäuschen, wo es dir unheimlich war. Oh. Wird Zeit, dass du langsam mal draußen rumkriechst. Die Leute fragen schon nach dir. Die kriegen dich immer nicht zu Gesicht. Hm? Hast du so eine Angst? Ja? So eine Angst? Kleine Maus, du. Ein kleiner Stubenhocker. Schön umgefärbt hast du dich schon. Ja. Ja, ich mach den Deckel gleich wieder zu. Hm? Ja. Komm mal raus. Schöne Sonne. Na gut. Nochmal den Deckel wieder zu. Dann hast du deine Höhle gleich wieder. Ich mach ganz langsam. So. Nur Mutter Isabel wird entscheiden, wann es an der Zeit ist, Jordi auf die Welt loszulassen.
Töckchen Xiwang beim Warten auf die Morgenrituale. Freund Zicken-Karl ist auch schon auf den Beinen. Wo sind denn die Zwerge? Hey, guten Morgen. Schönen guten Morgen. Na, Takinchen. Oh, guck mal. Leckerli. Mm. So, du kannst guck gleich mal mit erstmal. Komm mal mit erstmal liegen. Takinchen. Komm mal. Komm. Komm. Hey. Aua. So, jetzt. Na, komm mal auf. Komm mal hier, komm. Takinchen, komm mal. Komm, komm her, komm. Fein. Fein, na, so, noch ein Stück. Wie wir jetzt hier wunderbar sehen können, haben wir eine neue Wiegemethode. Komm her. Komm mal hier, komm mal richtig rauf. Die für komm den Pfleger mal. Etwas komm mal. Rückengerechter ist. Komm mal richtig rauf. Komm weil wir hier. Uns jetzt schon jenseits der 30 Kilo bewegen. Komm mal hier. Takinchen, komm mal richtig rauf. Na, komm mal. Na, komm mal. Fein. Eibeine. Noch ein Bein. Komm mal. Takinchen. Na, komm mal. Komm. Immer noch nicht, wa? Nee. Komm her, komm. Nur ein kleines Stückchen. Komm. Ja, jetzt ist gut. 32,4. Super. 400 Gramm mehr als gestern. Na bitte. Ja, ist doch gut. Wir machen es ja weiterhin morgens vor der Flasche, also bevor sie überhaupt was zu fressen kriegt, damit wir dann wissen, sag mal, auf nüchtern Magen, was sie wiegt. Manchmal ist sie dann auch ein bisschen unruhig und dann ist es etwas schwierig mit dem Wiegen, weil bei der Waage müssen wirklich alle vier Beine auf der Waage stehen, damit wir ein genaues Wiegeergebnis haben. Aber ist für uns im Prinzip schon ein bisschen körper- und rückenschonender, weil wir sie dann nicht mehr anheben müssen. Ne? Weil, wie gesagt, wir jetzt schon über 30 Kilo sind und das ist auf Dauer dann doch ein bisschen schwierig. Und sie wird ja dann von Tag zu Tag auch immer schwerer. Bisschen. So. Gibt's jetzt mal die Flasche, ne? Jetzt gibt's die Flasche. Ja. Das ist lecker. Laub ist aber auch nicht schlecht. Jetzt komm. Komm, komm Mäuschen. Komm. Komm. Zicken-Kalli wartet auch. Na, komm. Schnuppi-Maus. Komm her, komm. Na, komm. Komm her. Erst mal überlegen. Ja, nur los, komm. Schnell. Hoppeli hopp. So. Alle. Xiwan nichts mehr. Wirkt fast schon zu erwachsen für ein Flaschenkind. So, na, ist gut. Na, das geht noch, sag mal, in zwei Monate werden wir wahrscheinlich immer noch ein Fläschchen geben. Ne? Die ist jetzt 3 Monate und eine gute Woche. Und wir haben jetzt schon die Nachtflasche haben wir abgesetzt. Die kriegt jetzt also 3 so eine Mahlzeiten, morgens, Mittag, abends. Und dann müssen wir halt gucken, inwieweit sich das mit dem anderen Futter dann auch ergibt, wie sie so, das gut mitfrisst alle. Und dann die Werte alle. Auch halt kontrollieren mit dem Zunehmen. Alle. Aber ja. Ein bisschen geht halt noch. Ist ne? Alle jetzt. Nee, ist alle jetzt. Ist alle, guck. Ja. Alle. Du bist die Allermutigste, ne? Kando. Mach zu, Andi. Panja und Kariba sollen sich langsam abnabeln von ihren Müttern. Keine Mäuse, ne? Kommt mal her. Na komm, wenn die alle drei hier sind, machst du die wieder zu. Ja. Komm. Runter hier. Na komm, keine Mäuse. Baden. So ist fein. Keine Mäuse. Der besondere Trick der Pfleger. Ablenken der Highlights. Na los, komm runter. Feine Maus. Soll ich den zweiten Brötchen einmal holen? Nee, aber ein Schlauch. Gut, ja. Hallo, Kariba. Das sind ganz viele Brötchen, jetzt habt ihr euch nicht so. Ich muss meinen Eimer leer fressen. So, alle. Baden, allein im Haus, mit den Pflegern. Im Moment ist es noch sehr ungewohnt.
Los, runterkommen. Keine Maus. Komm runter. So ist kein. Keine Maus. Ja, die sind jetzt noch ein bisschen aufgeregt. Die findet aber lustig. Die rennen jetzt hier noch hoch und runter ein paar Mal und dann werden die bestimmt baden. Weil da sind ja auch noch Brötchen, die werden sie auf jeden Fall noch essen. Da sind halt afrikanische Elefanten, die sind dann gleich munter. Die schreien ja nicht, die müssen auch nicht kacken vor Aufregung. Insofern sind die jetzt auch vergnügt. Muss man nur aufpassen, dass sie halt in ihrem Übermut uns nicht überrennen, aber sonst ist alles in Ordnung. Dann machen wir links und rechts diese Schnapptore zu. Nicht, dass sich doch einer hier durchzwängelt. Ist gut. Bewegung ohne Mütter. Und nun sogar ohne Pfleger in der Nähe. Das gehört zum Lehrprogramm. Also jetzt sind sie einmal verwirrt und wissen nicht so recht, was jetzt überhaupt sein soll. Weil normal sind sie mit ihren Eltern baden, also so in dem Winter zumindest. Und jetzt sind sie so allein und das ist jetzt auch das erste Mal. Müssen halt erstmal merken. Der Appetit besiegt die Unsicherheit. Da waren die falsche Richtung. Jetzt hört man noch, dass draußen die Muttis rufen, huhu, wo seid ihr? Jetzt ist das normale Zeitmaß anscheinend überschritten. Okay, für heute reicht's. Sie wollen zurück zur Mama. Und jetzt verschwindet sie gleich. Flupp, im Gange. Wir lassen sie wieder raus. Ende der Lektion Abnabelung in der Tierpark Elefantenschule. Ganz in Ruhe. Los, vorwärts. Kariba, vorwärts. Los. Alle wieder da. Bitte. Das ist geil. Nehmen wir den hier, oder was? Welche Freude. Die Weiber, hä? Alles aufgegessen. Ganz schön hungrig, die Beden. Finger haben sie gezwickt. Eine Zuchterfolgsserie hat begonnen. Und, wie sieht's Kind aus? Alles fein? Niedlich, ja. Färbt sich jetzt langsam ins Rötliche um. So wie die Mami und die Papi. Ganz niedlich. Und angegriffen? Nee, ganz ruhig war er heute. Ich habe auch extra langsam den Deckel aufgemacht. Ja. Nee, der war ruhig. Und die Sicht? Ist so hell, ist so hell wie Mama eigentlich. Aha. Ja, gut. Vielleicht, weiß ich nicht. Vielleicht kommt es ja noch, aber glaube ich nicht. Nee, eigentlich nicht. Wenn schon, dann hätte das da sein müssen. Nicht so dunkel wie bei Papa. Hast du ihm gesagt, er soll mal endlich mal rauskommen? Habe ich ihm gesagt, dass die Leute schon warten und wir warten. Genau. Ja, ich weiß nicht, ob er sich das zu Herzen genommen hat. Eigentlich ein kleiner Junge. Ja. Ein Junge halt. Ein Junge halt, genau. Ja, ein Junge halt. Noch im letzten Jahr hatte Isabel ihre beiden Kinder verloren. Jetzt ist mehr Hoffnung. Von der zoologischen Wertigkeit und auch von der Wertigkeit für uns ist das schon ein Riesenhighlight. Nach dem ersten kleinen Teilerfolg letztes Jahr mit den zwei Jungen und dieses Jahr, wo wir natürlich gebibbert haben, klappt's nicht. Tops. Ich krieg in diesem Kugelgürteltier zusammengerollt. Ach Gott. Oh, ist ja gut. Und wie es geklappt hat. Hm? Das Gesicht für seine Mama eins, hey. Ja. Ja. So. Ich wollte jetzt erstmal auf die Brillen werden. Damit haben wir angefangen dieses Jahr. Ja, das stimmt, ja. Das war unser erstes Highlight und das war ja. Die waren ja auch knuffig. Die sind ja immer noch knuffig, aber. Ja. Als wir dann erstmal rausgepurzelt kamen, wa? Oder die Gesichter aus der Hütte raus. Ja. Was war das nächste? Was hatten wir nach den Brillenbären? Kam der Malaienbär. Ja. Der Malaienbär? Ja, der hat sich erst zum Highlight später entwickelt. Ja. Ja, die ersten Wochen, die immer entspannt sind und dann diese kritischen sechste bis achte Woche, die wir dann auch überstanden haben. Mutter Tina hat ihr mitgeholfen. Ja, und dann ging es ja Schlag auf Schlag weiter. Die Wildkatzen, die Luchse. Luchse, ja. Mhm. Die vergessen wir aber da oben, ne? Ja. Aber das ist eine tolle Sache, zumal wir ja die Lena vom letzten Jahr noch haben. Oh, schon richtig Zähne. So, gucke mal nach. Na,
Mädchen. Ein Mädchen. Und, okay. Ja, ja, ja. Und dann kann ich hier hin, wa? Ja. Da ist der eine oder der andere nächsten Tag hinterher. Ja. Genau. Auch hier ist die Krabbelgruppe vielversprechend. Was wir vergessen haben, sind die Wölfe. Die haben wir vergessen. Das fällt mir auch gerade ein, ja. Bei der zweiten Jahreshälfte. Und die sind schon weg. Ja. Im schönen Alter weggegangen, wo die, die sie gekriegt haben, auch ordentlich mit den Tieren arbeiten können, muss man wirklich sagen. Die sind richtig gut eigentlich. Muss ich mal sagen. Klopf, klopf, klopf. Ja. Mehr sind die Tiere gut, glaube ich. Ja. Wenn die nicht mitmachen, können wir uns Kopf stellen. Das ist richtig, aber die Zeichen zu erkennen, die die Tiere uns geben, das sind wir. Und welche Zeichen gibt Chico? Der Tapir ist Single und sehr einsam. Olaf Gräf hat heute etwas Besonderes mit ihm vor. Er ist selbst gespannt. Ja, ich lasse mich überraschen. Das ist das erste Mal. Mal sehen, was er so sagt. Der Tapir. Das ist ja für ihn auch das erste Mal. Mal sehen, ob wir uns vertragen. Hat da Wasser ist warm. Nicht, dass ich meine Füße friere hier unten. Die Badezeit, mein Süßer. Ja, fein. Ruhig und langsam. Jawoll. Ja. Bist du schön baden gehen, hm? Feiner Chico. So. Ja. Schön baden gehen. Jawoll. Das brauchst du, ne? Tapir trifft Taucher. Eine Premiere. Olaf Gräf macht es sonst nur bei den Seekühnen. Zusätzlich wird Chico verwöhnt mit Wasserstrahldruckmassage. Na, hast du Hunger, mein Süßer? Dann komm. Na, du wartest, der Weg ist versperrt, wa? Und war es schön? Das Wasser war ein bisschen kälter als bei den Seekühen, aber ansonsten hat er ja Abstand gehalten. Also wir haben uns gegenseitig ignoriert, sag ich mal so. Aber wie er mir nicht ins Bein beißt, also ist das alles im Rahmen des Machbaren. Baden ist ja ganz witzig. Aber bei Hunger muss man Prioritäten setzen. Bei den Karakalen im Tierpark Berlin gab es sogar Drillinge. Ein Männchen und zwei Weibchen. Inzwischen 5 Monate alt. Und fast so groß wie Mutter Amanda. Na Amanda, hm? Schöner Morgen heute, hier mein Herzchen. Ja, ach, du bist eine ganz brave Mutti. Hm? Ja, und deine Bambinos, die spielen da so schön in der Ecke? Ja? Hm? Das waren die Bambinos vor 5 Monaten. Ja, nicht brummeln hier. Hm? 3 Handvoll Katze. Nicht mehr so handlich, die sogenannten Wüstenluchse heute. Es ist diesmal bei uns das erste Mal, dass ein Dreierwurf groß wird. Und da freuen wir uns ganz besonders drüber. Es ist ein Junge und 2 Mädchen. Man sieht es auch jetzt schon, der Junge ist ein bisschen größer und kräftiger. Er ist schneller gewachsen als seine beiden Schwestern. Aber die Schwestern sind robuster. Ihr Bruder war gerade krank. Der hatte sich eine Erkältung eingehandelt, die wir behandeln mussten. Da musste er ein paar Tage dann mit Medikamenten im Haus bleiben. Aber wenn man jetzt guckt, man sieht keinen Unterschied mehr zu seinen Schwestern. Und er kann jetzt auch wieder mit nach draußen. Die Welt ist wieder in Ordnung. Die Eltern der 3 stammen direkt aus Südafrika. Seit 2004 leben sie hier und hatten fast jedes Jahr Junge. Pure Harmonie.
lebten unsere beiden Elterntiere, die Amanda und der Sarek. Die vertragen sich schon beide nicht so gut, wenn sie nur als Pärchen zusammenleben. Da müssen wir schon immer nachts trennen und zum Füttern trennen. Die sind sich beide nicht so harmonisch grün. Und in so einer, sagen wir mal, Stressbeziehung werden keine Kinder groß. Deshalb ist Sarek von der Kinderaufzucht auf Dauer beurlaubt. In der Nachbarbox. Sie können sich ja sehen, also es ist nicht so, dass der Kontakt völlig abgerissen ist, aber er ist nicht das Vatertier, so sagen wir mal, wie wir es hinten beim sibirischen Tiger haben oder so, wie wir es auch bei der Pantherfamilie haben, dass das eine harmonische Beziehung zwischen den beiden Alten ist. Also folglich müssen wir trennen, denn sonst wird nichts groß. Na, wenn man bedenkt, wie schwierig das zu Anfang alles war mit dem Reihen, was wir uns abends rum geärgert haben, mit dem wieder hineintragen ins Haus. Und jetzt mit ihren 5 Monaten sehen sie wirklich schon aus wie eine Mini-Ausgabe von Mutti. Und sind auch schon genauso interessiert an ihrer Umwelt wie Mutti. Im Pinguingehege tobt der Geschlechterkampf. 2 Frauen haben sich zusammengetan und wollen es den Kerlen mal richtig zeigen. Ohne Aussicht auf Zuchterfolg hängen die beiden zusammen. Da kommt nichts raus, weil erstens mal kann es aus biologischen Gründen nichts werden, weil das sind 2 Weiber, die da brüten. Und die hatten dann natürlich ein kleines Problem, was die Befruchtung des Eis angeht. Insofern wird aus diesem Ei nichts rauskommen und deshalb bleibt das Ei jetzt liegen, bis es kaputt geht. Aber sie geben nicht auf. Die sind sich ziemlich treu und wenn sich mal 2 Frauen gefunden haben, dann lassen die keinen Mann ran. Das ist so. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber bei Pinguinen scheint es ziemlich ausgeprägt zu sein, dass die immer mit dem gleichen Partner zusammenbleiben. Ausnahmen gibt es doch aber bestimmt. Die gehen schon mal fremd. Das ist auch schon vorgekommen, aber nicht bei denen. Also die sind sich wirklich treu. Die trennen sich erst, wenn einer stirbt. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwann demnächst passiert, ist ziemlich groß, weil das eine Weibchen ist eines von den ganz Alten. Und die können also durchaus schon über 40 Jahre alt sein. Und irgendwann rafft's alle dahin. Darauf wird doch nicht etwa eines der Männchen spekulieren. Die versuchen natürlich, in diese Partnerschaft einzudringen, sage ich mal. Aber ohne Erfolg. Und dann, wo sich 2 streiten, freut sich der Dritte. Und das gibt immer eine Prügelei. Bitte keine Gewalt. Die können immer nur hoffen, dass sich mal einer umorientiert. Ich bin da optimistisch. Oder es muss mal einer von den Weibern sterben, dass einer übrig bleibt. Dann könnte es sein, dass es weitergeht. Da drücken wir mal die Daumen. Weil so schlecht sind Männer ja nur auch nicht. Ne? Alles in allem betrachtet, wirklich nicht. Oder vielleicht doch. Guck mal, was da kommt. In 2 Monaten soll Takinchen zu ihrer Familie umziehen. Ganz frisches. Bis dahin wohnt sie noch mit Freund Zickenkarl zusammen, solange die WG nicht zu wild wird. Nein, du machst aber schönes Männchen. Wenn sie jetzt nicht arg zu doll miteinander spielen, dass es da zu Verletzungen kommen kann, das müssen wir halt auch beobachten. Er mit seinen Hörnchen, sie im Prinzip kriegt ja auch irgendwann ihre Hörnchen und sie bufft ja dann auch schon ganz schön extrem. Man sieht es ja gerade hier nach der Flasche, dass er auch bei ihm noch unterm Bauch sucht, ob er da nicht noch Milch kriegen kann. Das müssen wir halt beobachten, inwieweit das dann nicht allzu sehr ausartet, dass wir sie trennen müssen. Aber ansonsten lassen wir sie erstmal zusammen. Ne? Gucke, lecker Laub. Geh mal, Torkinchen. Ui. Oma Zhang Po wacht von nebenan, ob alles in Ordnung geht mit den beiden Rabauken. Nein. Das war, ja, Hüpfer. Den Baumstamm steht so mal drauf. Ich bin ein großer Takin. Ja. Hm? Ja. Kriegst du nichts ab? Nee. Ja, der wird jetzt schon aber grob, schmarrn im Gesicht. Der beißt auch.
Hat der beißt? Der beißt. Manchmal ja. Du bist eine Raubziege. Hm? Das tut dann schon weh. Du bist eine Raubziege. Schlange tut er, beißen soll er auch noch. Selbst beim Fressen behält Oma das Geschehen im Blick. Marco Rosenfeld hat das ungewöhnliche Duo sehr lieb gewonnen. Willst du nicht, wa? Hm? Das macht Riesenspaß, ne? Wenn man dann sieht, wenn sie ihn dann schon an der Stimme erkennen, sofort rankommen, gucken, macht schon viel Freude mit dem Bienen. Und vor allen Dingen, wenn man dann sieht, wie sie sich entwickeln, jeden Tag, bei den Tag hin können wir ja auch verfolgen, wie sie halt zunimmt. Und dann, wenn man sie mal ein paar Tage nicht gesehen hat, wenn man außen frei kommt, wie sie wieder größer geworden sind, das macht schon Riesenspaß. Ne? Schnuppis? Sind ihnen ja nun sehr ans Herz gewachsen und irgendwann wird es halt zu gefährlich für den direkten Kontakt mit Takinchen. Und irgendwann müssen wir uns ja auch von Zickenkarl trennen. Spätestens, wenn sie dann mit ihrer Familie zusammengeführt wird. Aber da ich ja jetzt schon weiß, dass er bei uns im Tierpark bleibt, gibt es ja auch immer die Möglichkeit, ihn zu besuchen. Aber fehlen wird er ihn trotzdem auf alle Fälle. Ne? Und dir wird er nämlich auch ganz schön fehlen. Schnuppi. Hm? War meine Hose. Hm? Ja, beide Schmusis, ne? Die Schnittchen sind alle. Langsam essen, ne? Jetzt ist noch Obst da. So lass an Zeit. Gigis Appetit ist in Ordnung. Ach. Setz dich mal hin. Ne, wir wollen ja in die Kamera gucken. In die Kamera gucken. So, komm hier, Schatz. Komm hier. Komm hier. So, jetzt nimmst du hier. Aber nicht immer gleich alles. Nein, das reicht doch erstmal. Was man hat, hat man. Sag mal. Jetzt ist die harte Birne dran. Bäuerchen, jawohl. Muss sein, ne? Machen wir Menschen auch. Ja. Wenn es uns geschmeckt hat. Hat es dir geschmeckt? Hat es dir geschmeckt? Und ein bisschen eigensinnig darf man auch schon sein. Mit 50, wa? Tja, ja, so kann es sein gehen als Lea. Du kommst wieder, garantiert. Komm. Na komm. Na komm. Nicht leicht umzustimmen. Gigi, komm her, komm. Oh. Oh. Gigi, komm. Hier. Willst du nicht? Ich komm nicht zu dir. Nee. Am Ende lockt doch das Obst. Setz dich hin. Setz dich hin. So, ich bin ja nicht so, wa? Ja, ja. Hier. Die Sonne ist schön, alles ist schön, ne? Och Gott, wa? Das war auch schlimm gewesen, ne? Wo sie die. Ha? Weißt du noch? Ja? Halt hoch. Ah, oh, ne? Sie hatte mal einen furchtbaren Virus gehabt in den Beinen, in den Zehen. Und hat sich dann selbst die Zehen abgeknabbert. Und dann kamen wir auf die Idee, Teer. Das ist ein medizinischer Teer gewesen. Und der hat ihr dann abgehalten von der Knapperei an ihren Zehen, ne? Wurde denn von mir ein paar Mal behandelt, von meinen Kollegen. Und Gott sei Dank hat sie. Ja, sag mal, das darf ja wohl nicht wahr sein. Und, naja, das ist das Alter. Nur das Alter. Früher liebt sie sitzen, heute sagt sie mir,
Lass mich zufrieden, Opetz. Das werdet ihr nicht vergessen, mein liebes Kind. Nächstes Mal kriegst du nur Kamillentee, das sagt ihr. Von wegen. Gigi zeigt wieder die kalte Affenschulter. So, Gigi. Picknick beendet. Zufrieden, gesund? Alles okay? Ja? Satt? Ja? Alles zufrieden? Ja? Mach's gut, meine Kleine. Lass dir gut gehen. Endlich Ruhe. Jetzt noch die Decke, ein Plätzchen in der Sonne. Ja, und der Nachmittag ist perfekt. Unterwegs in schwieriger Mission. So, ja, wie machen wir das jetzt am besten? Wollen Sie schießen? Ja, müssen wir ja. Ja, also ich glaube, das müssen wir auch nicht greifen. Nee, die regen sich ja dann auch relativ schnell auf. Ja, am besten. Wird ihnen ja so schon nicht gefallen. Die Rede ist von dem japanischen Seeraus. Gut. Es geht um eine Impfung. Gut. Wir müssen jetzt ja wieder unsere Pfeile fertig machen. Das ist der Impfstoff. Da kriegen die pro Nase 2 Milliliter. Gegen was ist die Impfung? Das ist die Blauzungenkrankheit. Blauzungenkrankheit ist ja eine Infektionskrankheit, die über Mücken, über Gnitzen übertragen wird. Die Tiere können sich nicht untereinander anstecken, sondern es muss immer über den Vektor Mücke gehen. Das ist eine Krankheit, die eigentlich ja in den Tropen vorkommt. Und jetzt im Zuge der wahrscheinlich Klimaerwärmung haben es die Mücken geschafft, über die Alpen rüberzukommen. Und es gibt also Fälle in Nordeuropa auch schon. Was einer Ziege ähnelt, ist ein Wildtier. Das Verletzungsrisiko beim Fangen ist größer, als wenn man jetzt hier kurz diesen Pieks mit dem Blasrohr macht. Gut. Kommen wir auf ins Gefecht. Würde ich vielleicht sagen, fang mal mit deiner Gare auf den Balkon an. Ja. Dann kann die nach hinten weg und dann müssen die anderen nämlich über den Balkon dann wieder raus. Gut. Ja? So. Na. Na, Gara, ist gut, Schnicke. Gut. Entladen? Jo. Prima. Gut, dann lasse ich die hier raus. Ja. Wir können sie ja erst noch mal ein bisschen laufen lassen? Ja. Das, ja. Können wir machen. Erstmal, Schnicke. So rangehen und rausziehen lässt sich nicht, ne? Nee, nee. Notfall. Also wenn ich sie hier laufen lasse, dann verlierst du sie ja. Und ja, dann kann ich sie immer einsammeln. Ja, ja, okay. Wird das Beste sein. Lassen wir so raus. So, Schnicke, jetzt schön ruhig. Nagara macht, was man von ihr erwartet. Da ist sie schon raus. Siehste, Schnecke, wunderbar. Ja, muss ich sagen, jetzt erstmal hier rechts die ja, Izumi. Dann kann die nämlich ja, auch raus. Dann kann die hier nämlich auch raus. Mhm. Hallo. Hallo. Wünsch mal ein Stück. Ob man mal an dem Außenschieber wackeln kann, dann ist das der hier. Wenn sie noch besser haben. Jawohl. Oh, sind ja relativ tief gelassen, ne? Ja. Nicht reinbeißen. Er kennt das noch nicht. Sie. Sie. Genau. Okay. Na, Mito? Du kriegst jetzt auch noch eine gezeckt. Stehen wie eine Eins. Oh. Nerven wie Drahtseile. Ja. Ich lasse die beiden noch raus. Ja, also wenn eine oder andere Spritze nicht zurückkommt, ist auch nicht so schlimm. Muss ich nicht bezahlen? Nein. Ausnahmsweise mal nicht. Das ist nett von Ihnen. Okay. Gut. Die Impfaktion war ein voller und vor allem schneller Erfolg. So, alle noch mal laufen, Mausis. Dicker? Ja, ja, nicht schimpfen. Krieg ich deine Spritze, Dicker? Krieg ich deine Spritze? Dicker, krieg ich deine Spritze? Ja, krieg ich deine Spritze? Wunderbar. Schön. Und jetzt fehlt die Akita noch. Na, Schnecke? Akita, wo ist ich los?
Komm ich da ran? Was ist los, Nico? Was ist los? Na, ich denke, da müssen wir noch warten. Keine Chance für den Moment, alle Spritzen einzusammeln. Aber nun auch keine Chance mehr für die Blauzungenkrankheit. Noch etwas verloren auf der riesigen Außenanlage. Tigerbaby Antares. Aber das wird sich schnell geben. Papa Darius hat die Ruhe weg und alles im Griff. Hallo Darius. Na, alles in Ordnung bei euch? Jetzt seid ihr hier wieder auf der großen Anlage, na sowas. Dicker, komm mal hier. Der dicke Darius. Ein würdiger Tigervater. Angelika Berkling war 4 Wochen im Urlaub. Da ändert sich einiges. Besonders Antares. Ey, ist der süß geworden. Oh, kräftig ist er geworden. Guck doch mal. Naja, du warst lange nicht da gewesen, hat sich eine Menge getan hier. Aber das haben wir ja schon immer festgestellt, sobald die auf der Anlage sind, dann schießen sie so richtig, da kannst du zugucken. Mhm. Da wachsen sie nicht zentimeterweise, sondern meterweise bei dir. Das ist eben so dieser Übergang, wenn er so vom Baby so in dieses halbstarke Stadium dann langsam wechselt, dann sehen die immer so witzig aus. Lange Gesichter, große Ohren, dann die dicken Füße und alles passt irgendwie bei ihm jetzt überhaupt nicht so richtig zusammen von Größenverhältnissen. Und dann sehen die so witzig aus. Also ihr seht, ein richtiger kleiner Strolch. Ja, genau, so sieht er aus, wie ein Strolch. Das ist der große Strolch. Der große Strolch, passt auf. Pfoten ist ja unglaublich. Das wird mal so ein großer Bursche wie der Vater. Ich denke doch. So, ja, jetzt nimm mal das schwere Eichenstücke und schlepp das weg. Nee. Gut, dann nehme ich das kleine. Zwischendurch. Mal wieder schön machen lassen. Also der hat sich so klasse rausgemacht. Aber man sieht bei ihm eben auch, was er, wenn er auch manchmal zurückhaltend reagiert, jetzt vorhin mit Darius oder so, was er doch für ein selbstbewusstes Kerlchen ist. Also der weiß, dass er niedlich ist und mal ein hübscher, großer Bursche wird. Das sieht man ihm jetzt schon an, wie keck er da sitzt. Und hier rüber guckt, also das ist wirklich dann so eine richtige Freude. Und Antares, der spürt wohl schon mit 14 Wochen, dass er sehr beliebt ist. Erst Leer, der Hof des Bärenreviers im Zoo Berlin. Lange Jahre Arbeitsort von Thomas Dörflein, dem Ziehvater von Eisbär Knut. Doch nicht nur für Knut war Thomas Dörflein der Bärenvater. Er sorgte sich um Maleienbären, Lippenbären oder Nasenbären. Alles klar. Und er sorgte sich um Mäuschen, die alte Kragenbären, die schon hier war, als er Mitte der 70er Jahre als Zoolehrling begann. Mäuschen.
Magst du ihn? Komm mal hier. Ei, so fein. Seine Bären liebte Thomas Dörflein über alles. Komm hier, komm. Und einer komm hier. Führte ihn zu Weltruhm. Knut. Na komm, Knut, komm. Der Moment, wo er die Augen aufgemacht hat und einen sieht, das ist ein besonderer Moment, finde ich. Da ist man nicht mehr zu retten. Tja. Ja, komm hier. Panda, Gorilla und Co. hat jeden Moment des ergreifenden Bärenabenteuers festgehalten. Vom ersten Bad. Bis zum Seepferdchentest vor Publikum im Wassergraben. Und bei allem Ruhm und Medienrummel war auch immer Zeit für Mäuschen und Katze Muschi, die Freundin der uralten Kragenbären. Die ist über dem Berg, die wird nicht mehr sterben jetzt. Jetzt wird sie nur noch jünger. Die ist mobiler denn je. Wie man so alt wird, ich habe keine Ahnung. Wenn ich's wüsste, würde ich das Gleiche machen. Das war ihm nicht vergönnt. Thomas Dörflein starb im September 2008. Und Knut und die anderen Bären und Millionen Tierfreunde in aller Welt werden ihn im Gedächtnis bewahren.